Seit mittlerweile 12 Jahren gibt es diesen Wettbewerb und er hat in den Städten und Gemeinden unheimliches Innovationspotenzial geweckt, weil nicht nur die Aktivitäten, die in Vorbereitung des Wettbewerbes entfaltet worden sind, wichtig für Stadtentwicklung sind, sondern am Ende hat es immer dazu geführt, dass fast alle Aktivitäten auch in den Städten und Gemeinden umgesetzt worden sind. Ich finde es großartig, dass der Spannungsbogen geschlagen wird aus der Vergangenheit eigentlich in die Zukunft. Das macht deutlich, dass wir gerade in Sachsen auf unsere historischen Stadtkerne stolz sein können, aber es wenig nützt, wenn die archiviert werden, sondern es ist wichtig, dass da Menschen drin leben, dass man einkauft, dass es Kulturangebote gibt. Und vor diesem Hintergrund erwarte ich mir, dass nochmal ein Schub in unsere Städte und Gemeinden hineingeht, um in diesem Spannungsbogen eigentlich die Zukunft zu bauen. Also Ab in die Mitte ist ein Wettbewerb nicht nur für die Städte, sondern eigentlich auch für viele Akteure, die sich um Städte kümmern. Und das sind oft oder meist private Unternehmen, das sind Vereine. Und erst durch Unternehmen wird eine Stadt ja auch interessant, ob das nun Handel ist, Dienstleister sind, Gastronomen oder auch ganz andere Firmen, die sich um bauliche Dinge in Städten kümmern. Man merkt immer wieder, dass das Interesse doch groß ist, auch miteinander ins Gespräch zu kommen und natürlich auch in der Stadt tätig zu sein. Der Wettbewerb Ab in die Mitte ist eine interessante Möglichkeit, neue Projekte zu kreieren und zu entwickeln, die neue Impulse in der Stadtentwicklung setzen und die Stadt für Besucher und Gäste interessanter machen. Was aber noch viel wichtiger ist in meinen Augen, ist, dass es eine gute Gelegenheit ist, mit vielen Leuten zusammen Projekte zu entwickeln, die sich aktiv für die Stadtentwicklung einsetzen möchten. Das Projekt 2015 ist etwas ganz Besonderes. Es sind die hängenden Obstgärten von Wurzen. Und damit haben wir uns natürlich an das Motto angelehnt, Tradition trifft Moderne. Und Wurzen als eine 1050-jährige Stadt hat natürlich sehr viele Traditionen. Unter anderem auch der Obstlandbau. Und wir sind eine Gartenstadt. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man beides verbindet mit der langen Geschichte. Und die Geschichte des Schlosses, was Sie hinter mir sehen, ist, dass hier im 15. Jahrhundert die Bischöfe von Meißen residierten. Und dort ab den Schlosshängen begannen einst ihre Gärten, die sich bis weit hin ins heutige Stadtgebiet hineinzogen. Und wir möchten gerne mit unserem Projekt, die hängenden Obstgärten, diese alte Tradition der bischöflichen Gärten mit der Tradition des Obstlandbaus, der fürs Wurzener Land ganz prägend ist, verbinden. Ich bin natürlich sehr gespannt, was die Juroren zu unserem Projekt sagen. Es ist ja, beinhaltet ja unser Museumsdepot mit integrierten Schauteil. Ja, und es soll ja wirklich eine richtige Zeitreise auch sein. Ich denke, wenn Wettbewerbe ausgelobt werden, ist es immer gut für Kommunen, sich an diesen Wettbewerben zu beteiligen. Man vergleicht sich ja auch mal mit anderen Kommunen und regt natürlich an, sich Gedanken zu machen über das eine oder andere, wo man sagt, Mensch, das Projekt sollte man jetzt mal umsetzen und die Idee, die irgendwo in den Köpfen da ist, versucht man mal zu Papier zu bringen. Und meistens haben wir ja auch zu den Themen, die ausgelobt wurden, immer was für uns gefunden. Wir befinden uns hier im Mittelpunkt des Projektes am Busbahnhof in Schwarzenberg, an dem neben seiner Funktion als zentraler Ankunftsort jetzt auch ein großer Infopunkt entstehen soll, an dem Traditionelles und Modernes miteinander verknüpft werden sollen, überdimensionale Bildfolien über historische Stadtansichten informieren sollen, aber auch über verschiedene Materialien, traditionelle Werkstoffe, Erlebbares geschaffen wird. Das neue Depot für das Museum befindet sich im ehemaligen Bahnhofsgebäude und knüpft perfekt alleine auch schon aufgrund des Standortes an unser diesjähriges Projekt an und setzt die Zeitreise und auch den Erlebnischarakter fort. Ich finde das sehr schön, dass sich Markranstädt nunmehr zum 5. Mal beteiligt, weil wir diesen Wettbewerb Ab in die Mitte für sehr wichtig erachten, weil wir ja gerade unsere Mitte auch beleben wollen und dafür sind solche Wettbewerbe immer auch ein guter
Aufhänger. Das ist ja unser Wettbewerbsbeitrag, heißt ja Spuren lesen, Markranstände entdecken. Und das ist eben eine Sache, wo man Moderne und Historie verbinden kann, indem man sagt, Spuren in der Stadt aus der Vergangenheit sind heute noch ablesbar und führen uns dann letztendlich auch in die Mitte zusammen. Bei unserem Projekt Markranstädt entdecken heute und gestern Spuren entlesen wollen wir bei einem Bildungs- und Erlebnisfahrt in Markranstädt an 10 Stationen die Geschichte, die Historie und vergessene Orte oder verschwundene Orte wieder lebendig machen. Wie zum Beispiel hinter uns der Ort, eine moderne Ballsporthalle. Früher stand hier ein Fabrikgelände für Färberei und Zurichterei, ein Industriezweig, der Markranstädt stark geprägt hat. Nicht weit von hier befindet sich die alte Automobilfabrik MAF. Heute noch sind fahrtüchtige MAFs im Einsatz, sind ein Aushängeschild für die Stadt Markranstädt und wichtig für unser Stadtbild. Und es ist wichtig, die Stationen darzustellen. Die Stele wird so sein, dass sie nur Basisinformationen liefern wird, weil es so umfängliche Themen sind, die wir dort bearbeiten, dass wir die Moderne mit der multimedialen Verknüpfung Internet, Geocaching aufbauen wollen. Der Besucher oder Gast der Stadt kann über die Stele sozusagen weitere Informationen abrufen mit Smartphone, Tablet. Für Bürger, die natürlich noch nicht so bewandert sind, werden wir noch eine Broschüre erstellen. Beginn ist sozusagen ein großer Mosaikplan, wo also die Industriegeschichte der Stadt Heidenau zu sehen ist. Also wir beteiligen uns gern an diesem Wettbewerb, weil er für alle Akteure immer wieder neue Impulse setzt. Und in diesem Jahr passt auch das Thema gut. Heidenau als ehemalige große Industriestadt oder Stadt mit großen Industriebetrieben wird sich jetzt beteiligen und wird auf diese Industrietradition in ihrem Wettbewerbsbeitrag eingehen. Wir haben ja schon seit Monaten an diesem Wettbewerbsbeitrag gearbeitet und wir haben ein gutes Team, was nicht nur aus den Mitarbeitern der Stadtverwaltung besteht. Wir haben ein Konzept entwickelt, wo die Stadtgeschichte, also die Industriegeschichte der Stadt Heidenau, sozusagen spielerisch erlebt werden kann. Es sind also nicht nur textbasierte Fakten, sondern eben wirklich Sachen zum Anfassen, die zwischen Generationen sozusagen als Kommunikationsbrücken dienen können. Wir freuen uns natürlich erst einmal, dass die Stadt Heidenau so ein hohes Engagement in diesen Bereich hineinlegt und vor allen Dingen damit auch die lange Industriekultur der Stadt nach außen transportieren will. Liefern wir natürlich gerne Ideen, Vorschläge und Elemente, um dann auch diese Skulptur zum Berufsbild Reifenmacher mit darstellen zu können. Thälmannstraße ist unsere Einkaufsstraße hier in Heidenau und Handel ist Wandel. Seit 20 Jahren verändert sich unsere Straße immer weiter und auch wir sind bestrebt, uns in die neuen Richtungen mitzuentwickeln. Und wenn auf unserer Straße was Neues konzipiert wird in Form von diesen schönen Elementen, die unsere Industriegeschichte zeigen, dann sind wir gerne mit dabei. Ja, Meißen hat sich schon 10-mal beteiligt am Wettbewerb und wir waren immer begeistert, die vielen Wettbewerbsbeiträge der anderen zu sehen, uns selber zu engagieren. Und wir finden den Wettbewerb einfach klasse, weil er in den Städten Sachsens Impulse gibt und Chancen aufzeigt, die man vielleicht vorher so gar nicht im Blick hatte. Ja, Tradition modern erleben in der Wiege Sachsens. Mit dem über 300-jährigen Porzellan ist das ein ganz wichtiges Thema. Das weiße Gold kennen weltweit ganz viele Menschen. Den Weg zwischen der historischen Altstadt zur Porzellanmanufaktur neu beleben, neu gestalten, Porzellan erlebbar zu machen, auch in der Stadt Meißen auf den Wegen zur Manufaktur. Die Görnische Gasse verbindet die Altstadt Meißens mit der Porzellanmanufaktur. Noch immer befindet sich diese Straße im Dornröschenschlaf. Der Stammtisch Görnische Gasse hat sich zum Ziel gesetzt, diese Straße weiter zu beleben. Unser Wettbewerbsbeitrag beinhaltet die Aufwertung der Straße durch Porzellanfiguren oder Bilder an den Häusern. Seit ca. 10 Jahren befassen sich engagierte Bürger mit der Entwicklung dieser Straße. Seit 2 Jahren sind Stadtverwaltung und Stadtentwicklung eingestiegen und gemeinsam Verwaltung und Bürgern bemühen wir uns um die Weiterentwicklung der Straße. Wir hoffen, dass damit die Attraktivität der Straße und der gesamten Innenstadt gefördert wird und wir weitere
Anregungen für die Ansiedlung oder den Besuch meistens geben können. Ich bin stolz darauf, dass wir als Stadt Freiberg mittlerweile zum 8. Mal dabei sind und unsere Ideen in den Wettbewerb einbringen lassen. Viele Dinge, die wir vorgeschlagen haben, sind auch in der Stadt umgesetzt. Beispielsweise unser letztjähriger Wettbewerbsbeitrag wird nächste Woche der Öffentlichkeit übergeben. Und ich denke, dass dieser Wettbewerb sein Ziel erreicht hat, Initiativen zu starten, um die Innenstädte attraktiver zu machen. Weil die Innenstädte sind natürlich unsere Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer will man sich besonders wohlfühlen und Gäste empfangen. Das Thema Tradition, modern erleben, ist eigentlich in der Stadt Freiberg schon seit Jahrhunderten evident. Hier ist die Tradition des Bergbaus, der modern erlebt wird durch Silizium, durch Halbleiterforschung, Halbleiterindustrie. Speziell in diesem Jahr haben wir uns das Stadt- und Bergbaumuseum in den Mittelpunkt unseres Beitrags gestellt, und zwar eben nicht nur die Tradition des Sammelns und des Bewahrens, sondern auch des modernen Vermittelns. Der investive Teil unseres Beitrags ist ja eben ein moderner Erweiterungsbau des Museums. Der erste Bauabschnitt ist schon gelaufen. Das Museum ist nun barrierefrei erreichbar. Also wir sind auf dem besten Wege dazu, die Moderne auch in unser Museum einziehen zu lassen. Um nochmal auf den Dom und seine Orgeln zu kommen. Ein weiterer Schwerpunkt dieses nicht investiven Teils unseres Beitrags sind Orgelführungen, werden Orgelführungen sein. Wir haben ja die große Silbermann-Orgel von 1714, wir haben die kleine Silbermann-Orgel von 1719, wir haben ein bergmännisches Positiv hier im Stadt- und Bergbaumuseum, das also auf einfache Weise Orgelmusik darbieten kann. Spannende Arbeiten aus ganz Sachsen, aus den kleinen Gemeinden und auch aus den ganz großen eingereicht wurden. Für mich heißt das, dass zum einen der Wettbewerb mittlerweile große Zustimmung gefunden hat und auf der anderen Seite aber auch, dass viele Gemeinden in Sachsen sehr intensiv sich um ihre Innenentwicklung bemühen. Die Themenvielfalt war ganz außerordentlich. So kann ich das vielleicht mal sagen, von Initiativen, die von Akteuren der Gemeinden ausgehen, bis hin zu Bildung von eigenen Trägergesellschaften, Initiativen, die mehr von der Stadt angeschoben sind und Stadtgestalt betreffen, bis hin zu Fragen des Umgangs mit neuen Medien und wie man mit der Medialisierung sozusagen unserer Umwelt umgehen kann und Innenstädte aktivieren, ist eigentlich das ganze Spektrum von Möglichkeiten diesmal eingebracht worden. Natürlich sind diejenigen, die über Jahre treu als Sponsoren mitgemacht haben, am besten in der Lage, auch zu erkennen, dass es Erfolge gibt. Und deshalb appelliere ich, dass sie auch weiter mitmachen und auch in den kommenden Jahren als Partner zur Verfügung stehen. Wir verstehen uns ja hier als regionaler Produzent oder Hersteller von traditionellen Backwaren, hier am Standort in Dresden sowie auch in Chemnitz. Und wollen natürlich auch damit zeigen, dass wir hier zur Region gehören, Heimat verbunden sind. Unsere Leute, unsere Mitarbeiter kommen von hier und wir wollen Gutes tun eigentlich hier für die regionale Bevölkerung. Ich sage mal, in der gesamten Wirtschaft oder hier zum Beispiel Mittelsachsen sollten wir alle Sponsoren also aufrufen, um hier für die Region was Gutes zu tun, sich daran zu beteiligen und hier die Ortsansässigen auch zu unterstützen.